Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten im 53. Video damit angefangen, Listen individueller zu gestalten, farblich zu gestalten, dort auch so interaktive Elemente mit einzuführen. Damit möchte ich mit euch jetzt weitermachen. Und diesmal geht es wieder um Selektoren bzw. auch um Pseudo-Elemente, mit denen wir die ganze Liste etwas schöner machen können, etwas abrunden können. Und das zeige ich euch jetzt gleich. So, das Erste, was wir machen wollen, ist, dass wir die Hintergrundfarbe verändern wollen und hier eben tatsächlich unterschiedliche Hintergrundfarben einfügen wollen, so wie das hier aussieht, nämlich, dass jedes zweite Element, jedes zweite Listenelement blau ist. So eine Hintergrundfarbe blau hat. Und das ist eine ganz einfache Sache. So, wir gehen jetzt wieder hier oben in unseren Head-Element rein, dann in das Style-Element und hier in die Gestaltung der ungeordneten Listen. Und hier geben wir an UL.1, dann List, also das Listen-Element, und dann geben wir an, dass so und so vielte Kind, also die Listen, einzelnen Listenelemente werden auch als Kinder bezeichnet. So, das ist so allgemein, wenn etwas in einen größeren Container gehört, dann ist der größere Container, wird auch als Parent, als Eltern bezeichnet. Und das, was sozusagen als nächstes in diesem Container steht, die kleineren Elemente werden als Kinder bezeichnet, als Child. So, und hier wird das werden eben die Listenelemente innerhalb der Liste als Child bezeichnet. So, und hier möchte ich jedes ungerade Element, also das erste, das dritte und das fünfte, das möchte ich jetzt blau haben. Und da gebe ich jetzt einfach ein Background, ne, Bindestrich Color, Doppelpunkt Sky Blue. Also himmelblau, und schließe das Ganze. Und das war es eigentlich auch schon. Odd ist das englische Wort für ungerade. Wenn ich das bei jedem geraden Element haben wollte, müsste ich sagen even, also eben eigentlich. Aber ich möchte jetzt odd haben. So, dann speichere ich das Ganze ab und schaue mir mal an, was passiert. So, und ihr seht, jetzt ist das erste, dritte und fünfte Element. Und wenn ich jetzt noch mehr Elemente hätte, wäre jedes ungerade Element eben mit der Hintergrundfarbe blau unterlegt. So. Und ich könnte natürlich alles andere auch noch ändern. Ich könnte jetzt vorne zum Beispiel den Listenpunkt ändern. Ich könnte die Schriftfarbe ändern. Ich könnte dem einen Rahmen geben und so weiter und so fort, was man sich eben ausdenkt. Hauptsache ist, dass es später gut aussieht. Ich hatte ja schon ein bisschen an meinem Design gemeckert. Diese Abwechslung von Blau und Gelb und dann dazwischen die grüne Linie, das ist nicht so besonders günstig für das Design. Aber gut. So, jetzt zeige ich euch nochmal, dass man das Ganze noch ein bisschen anders machen kann. Man kann nämlich zum Beispiel auch sagen, ich möchte das zweite Element nur haben. Dann tippe ich hier einfach eine 2 ein und jetzt lade ich das Ganze und ihr seht, nur das zweite Element ist dann mit Blau unterlegt worden. Und jetzt möchte ich zum Beispiel sagen, jedes dritte minus 1 Element möchte ich mit blau hinterlegt haben und dann tippe ich einfach 3n-1 und jetzt seht ihr, ist das zweite Element und das fünfte Element, also 3-1 ist 2, 6-1 ist 5 und wenn ich jetzt noch drei weitere Elemente hätte, dann wäre auch das achte Element blau unterlegt. Das heißt, ich kann das relativ individuell angeben, was ich dort mit blau unterlegt haben möchte. Also das ist eine ganz schicke Sache. Gut, aber wir wollten ja jetzt hier einfach bei unseren Ungeraden bleiben. Ich gebe also odd ein, wieder ein und damit ist jedes ungerade Element blau unterlegt. Gut, das war's für diesmal.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid wieder auf Ideen gekommen, wie ihr gestalten, wie ihr eure Internetseite, die ihr selber programmieren möchtet, wie ihr die farblich verändern könnt oder gestalterisch abwandeln könnt. Drückt mir bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und dann zeige ich euch, wie man das Ganze interaktiv macht.